Jo, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Start von mir. Jetzt geht's ab nach Karlsruhe zum Fanfreundschaftsduell und ich nehme heute mein Fahrrad mit. Heute spielt KSC gegen Hertha BSC, ein Fanfreundschaftsduell. Auf den Rennen heißt es Hertha und der KSC, aber auf dem Platz ist es ein Kampf um die 3 Punkte. Und hinter mir befindet sich der Karlsruhe Zoo. Die armen Tiere, die sind eingesperrt für immer. Das hier ist eine öffentliche Brücke, es ist umsonst und von hier aus kannst du die Tiere ein wenig beobachten. Das ist Fan Primus, er macht auch YouTube. Hertha und der KSC, was ist dein Tipp? Mein Tipp ist heute auf freundschaftliche Basis 2-1 für Hertha. 2-1 für Hertha? Ja. Der KSC, wir müssen punkten, es tut mir leid. Bei aller Freundschaft auf dem Platz müssen wir punkten. Der KSC ist noch ungeschlagen. Ich glaube, es bleibt dabei. 1-2-2. So. Wir sind jetzt hier am Marktplatz. Hier sind einige KSC und Hertha-Fans, die gemeinsam was trinken und essen. Hertha und der KSC, gute Freunde, kann niemanden trennen. Der Laden hat sich gut geschmückt. Auch die Polizei begrüßen die Berliner freundlich. Wie heißen die BSC und KSC-Fans? Willkommen. Starten wir den Tag mit einer Tasse Kaffee hier bei Iro. So sieht der Laden von drin aus. Ganz simpel und schlicht. Das ist mein Frühstück für heute. Ein Flat White und ein Olivenbrot mit der Aussicht auf die Freundschaft. Oh, der ist gut. Iro, ein schönes Kaffee. Es hat mir gefallen. Der Karlsruher Sportclub wird heute zum 130. Clubjubiläum im Sondertrikot auflaufen. Ich finde, das Trikot sieht richtig gut aus. Und der KSC ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Von 9 Spielen, 5 Siege, 4 Unentschieden, 0 Niederlagen. Und ich glaube, heute bleibt es dabei. Der Herbst ist da. Schaut euch die Blätter an. So schön bunt. Wunderschön. Ich komme zwar aus der Region, aber das habe ich mir noch nie angeschaut. Das Schloss Gottesaue auf der linken Seite. Wir sind da. Vor uns ist das Schloss Gottesaue. Es sieht nicht schlecht aus, oder? Wir müssen auch irgendwann mal zum Rheinhafen, in das Viertel Müllburg. Dort, wo der KSC gegründet worden ist. Und gleich hier neben das Schloss befindet sich ein Spielplatz, ein Skateboardplatz und eine Auslauffläche für Hunde. So, jetzt gehen wir zum Stadion. Hertha und der KSC. Gute Freunde, kann niemanden trennen. Ich freue mich. Wow, was für ein schickes Auto. Es sieht viel besser aus als ein AMG. Alter, wie geil sieht das denn aus? Bald ist Halloween. Buh. Habt ihr euch erschrocken? Der alte Friedhof. Interessant. Karlsruhe hat echt viele interessante Ecken. Was für ein riesiger Aufkleber. Es ist ja größer als meine Hand. Hertha-Gebiet. Die Berliner waren da, sie haben fleißig geklebt. Blau-Weiß seit 1892. Wie viele Aufkleber? Hertha einfach nur ja. Ja, unsere Freundschaft. Beste Entscheidung mit dem Fahrrad herzukommen. Und schaut euch an, der Herbst ist einfach so wunderschön. Alles ist so schön bunt. Und der Wildpark müsste gleich da vorne sein. Hertha und der KSC, die Freundschaft. Here we go, der Wildpark ist vor uns. Immer wieder schön hier zu sein. Mein Fahrrad ist direkt vom Stadion wunderbar geparkt. Gott sei Dank kein Regen heute und so sieht das Stadion von außen aus. Ist schon cool, oder? 34.000 Zuschauer passen da rein. Auf der Seite ist auch mein Blog. Wir gehen rein. Wir sind da. Eine schöne Atmosphäre hier. Und hier sieht man nochmal das Sondertrikot vom KSC. Wenn man ganz genau hinschaut, diese Details. Im Hintergrund sieht man das alte Stadion vom KSC und noch ein paar ehemalige Spieler. Wahnsinn. Ein sehr schönes Trikot. Mit dem Motto, Legenden sterben nie. Stadiontoilette, KSC und Hertha BSC. Hier noch mehr Hertha und Karlsruhe. Es ist mehr als Fußball und schaut mal, heute Choreo. Heute ist zum Einlaufen eine große Choreografie geplant. Es wurden sehr viel Geld und massig Arbeitsstunden in die Erstellung investiert. Ich bin gespannt, was die aktive Fanszene wieder auf die Beine gestellt hat. Wildpark, wir sind da. Nur nach Hause gehen wir nicht. Schöner Song. Dafür. Auf der Kurve von KSC BSC und auf der anderen Seite KSC. Servus. Jeder bekommt hier einen Poncho. Das ist so krass. Werder Bremen, 125 Jahre Jubiläum. Bruder, sprachlos einfach. Hertha und der KSC. Hertha. Jetzt schon die Choreografie auf neue Maßstäbe gesetzt. Respekt an die aktive Fanszene. Jetzt geht's los!
geil, dass in der Kurve von Karlsruhe BSC steht. Das ist wirklich was ganz Besonderes, dieses Detail. Ist das unglaublich? Ist das krass? Oh, ist das krass? Okay. Das Sondertrikot vom KSC und Herten, das ist ein Blau-Weiß. Ich kann die Kurve zwar nicht sehen, aber ich habe Gänsehaut. Herten, Blau-Weiß von rechts nach links. Unglaublich. Punkt. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Und das ist das 0:1. Sehr schön gespielt. Ein sehr schönes Tor. Oh nein, er liegt auf dem Boden, der Arme. Hoffentlich nichts Schlimmes. 0:1 in 8 Minuten. Schönes Tor, Ibrahim Maser mit einem Ballkontakt. Torschuss. Der wird bestimmt noch ein ganz großer. Er liegt auf dem Boden. Ich glaube, der muss jetzt verletzungsbedingt raus. Das wäre so scheiße. Ja, wenn er aufpasst. Schaut euch den Gästeblock an. Blau-Weiß mit die Farben. Maser muss raus. Schade. Der weiß, wie man die Abwehrkette von Karlsruhe knackt. 5 Jahre Nervenklinik. Alles Gute. Nervenklinik ist ein Ultraszen aus Karlsruhe. 21 Jahre HM03. Alles Gute, Matthias. Boah, stark, Hertha. Hertha spielt sehr offensiv heute. Diese Power aus dem Gästeblock. Unglaublich. Jetzt kommt Karlsruhe. Karlsruhe kämpfen und siegen. Was für eine Stimmung hier im Wildpark. Schade, dass ein paar Leute dort auf der anderen Seite die Ponchos ausgezogen haben. Und es gibt 11 Meter für 3:2 in der 28. Minute. Wow! Wow! Eine Botschaft. Auch das X des Sicherheitspapiers wird uns nicht verbiegen. Diese Kurve lässt sich nicht besiegen. 4:2. Starker Pass. Starke Parade. Wow, es geht ab hier in Karlsruhe. Ja.
Schiedsrichter, dann ist echt verdammt laut. 3 Minuten später, der Wechselgesang ist immer noch da. Es ist ein sehr langer Wechselgesang. So geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Wechselgesang. Gute Freunde, kann niemanden trennen. Unglaublich. Was für eine wunderschöne Freundschaft. Wow. Schaut euch das an. So kreativ. Foul außerhalb des Strafraums, nicht im Strafraum. Viel härter. Pfosten! Pfosten, oder? Alter. Verdammt, der Gästeblock ist echt kreativ. Ah, hätte er durchlassen sollen. In der 45. Minute der Nachspielzeit. Jetzt ist auch Halbzeit. 1:1. Das war's jetzt leider mit den Ponchos. Halbzeit 1:1. Das sind die Statistiken. Ja, ja, das ist klar. Die bessere Mannschaft. Und die bessere Mannschaft. Ich freue mich auf das zweite Hälfte. In dem Sinne, viel Spaß. Zweite Hälfte, let's go. Alter, was für eine Parade! Leckt mich! Sau stark gehalten! Hertha macht genauso weiter wie in der ersten Hälfte. Spielt offensiv nach vorne. Man muss aber auch sagen, die Abwehr von KSC ist richtig schwach heute. Und da ist das 1:2. 1:2 in der 48. Minute. Krass. Was für ein geiles Tor. Mit dem Außenriss ins Tor. Für ein Tor, verdammt. 1:3, 58. Minute. Eiskalt. Einfach eiskalt. Wunderschönes Tor. Noch eine Botschaft. Unsere Freundschaft ist stärker als ihre Repressionen.
immer weiter Ultras Karlsruhe. So wie es aussieht, wird die ungeschlagene Serie vom KSC heute beendet. Von Hertha BSC. Man muss schon sagen, der Pass von Kenny auf Niederlechner, der war so gut wie Kevin De Bruyne. Kenny aka Kevin De Bruyne. Er hätte früher passen sollen. Ehrlich, passt das 1-4. Heute echt vieles nicht. Zu viele Stimmungsfehler, zu viele Fehlpässe. Wirklich, was für eine Stimmung aus dem Gästeblock. Hey! Hey, Hans! Oh, Alter! Der Ball ist verdammt heiß! Ernst! Was für eine Parade! Schießen. Ja, aber schlechter Schuss. Leistner, du stehst heute richtig stark. Alter Schwede, die Traditionsvereine stürzen gerade richtig ab. Ja, da hätte das 1-4 machen können, aber das war leider zu schlecht. Obwohl der KSC heute ein paar Chancen hatte, klappt es einfach gar nichts. Schade, man, so viele verlassen jetzt schon das Stadion. Ey, traurig. Und dann noch mehr. Nur weil es nicht geklappt hat. Ihr bleibt doch einfach. Kevin De Bruyne am Ball. Interessant. Was machen die Spieler von Hertha? Nee, oder? Nee, oder? Wow! Nein! Was für eine unglaubliche tolle Aktion! Und die Kurve gibt Applaus zurück. So was sieht man nicht jeden Tag. Spieler von KSC applaudieren und sie bekommen Applaus zurück. Ich habe Gänsehaut. Nach 9 Spielen ohne Niederlage verliert der KSC heute ausgerechnet gegen Hertha. Glückwunsch an Hertha, ihr seid Fanfreundschaftsduell-Sieger. Der Tag heute war einfach besonders. Es war magisch. Die Choreo, Ponchos, gemeinsame Fangesänge. Es war einfach toll. Ich verabschiede mich hier aus Karlsruhe. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao. Ganz aus dem Nichts schenkt ein Zuschauer von mir einen Kurvenkalender. Und ich möchte einfach nur Danke sagen. Ich habe reingeschaut und da sind so viele geile Kurvenbilder dabei. Für den Monat Januar ist die Haroe Choreo zu sehen. Und dann Februar. Vom Mai sieht man einen gemeinsamen Fanmarsch. Hertha und der KSC gemeinsam zum Stadion. Leider hat das heute nicht stattgefunden. Wirklich vielen Dank nochmal.
Im Nachhinein habe ich noch ein paar Bilder und Videos von der Choreo angeschaut. Es gab insgesamt 7 verschiedene Bilder und ein riesen Spruchbanner, da stand drauf: Seit Jahrzehnten Freundschaft auf allen Ebenen. Wahnsinn, was damit auf die Beine gestellt worden ist. Respekt dafür. Es ist einfach die beste Fanfreundschaft in Deutschland.